Ja, das ist mein sogenannter Raikane-Raum. Das ist jetzt nicht, weil du hier bist, sondern weil ich in deinem Podcast den perfekten Unternehmenstag und diese vier Lebensbereiche lebe. Und ich lebe sie in diesem Raum, weil hier in diesem Raum findest du. Hi Lieben, ja, wir wollen mit unserem neuen Defender einmal unsere Kunden besuchen. Wir haben uns sehr, sehr viele Termine ausgesucht und werden wirklich alles uns anschauen. Wir haben Ingenieure dabei, Leute aus der Pflege, Leute, die in der Industrie unterwegs sind, im Handwerk und werden einfach euch ein paar exklusive Einblicke geben, wie es bei den Unternehmen aussieht und vor allem, was uns dort erwartet. Also, kommt mit. Also, kommt mit. Wir sind heute beim Volker Knipping. So, jetzt sind wir hier in einem deiner Schulungsräume. Also hier sieht man schon, hier geht es wirklich um Technik. Ich habe hier maximal 6 Plätze und diese 6 Plätze sind nicht einfach nur der Raumgröße geschuldet, sondern 6 Teilnehmer ist eine ideale Anzahl, sodass man halt noch die Möglichkeit hat, wirklich ganz, ganz individuell auf jeden einzelnen Teilnehmer einzugehen. Hier sehen wir eine ganze Menge Produkte, die halt die Firma Heidenhain herstellt und die ich halt schule. Und das, was wir dort drüben auf den Schränken sehen, sind alles unterschiedliche Steuerungen. Wir sind jetzt bei Sabine und die hat gleich mehrere Unternehmen, die aber alle nur ein einziges Ziel haben, und zwar, dass es älteren Menschen besser geht. Und wie genau sie das macht, das werden wir uns jetzt erklären lassen. Du hast ja gleich mehrere Unternehmen und du hilfst ja Menschen in verschiedensten Bereichen, dass es ihnen besser geht, vor allem auch älteren Menschen. Hol uns mal ganz kurz ab, was genau machst du? Wir werden tagsüber die Senioren betreut und gepflegt, wenn es nötig ist, und haben Spaß und Spiel. Also das sieht ja aus wie ein Profi-Kochstudio, ja? Also das ist ihr hochprofessionelles Gerät, wo ich mir denke, hä, macht hier eine Großküche? Also jetzt muss man sagen, mehr geht ja nicht. Ja? Wir haben jetzt hier eine schön flauschige Couch, ja, wir haben hier Kaminfeuer und jetzt hast du gerade gesagt... Das Fell. Ja, nur das Fell. Also ich fand es wirklich sehr, sehr toll, kann wirklich sagen, tolles Unternehmen, machst das super und ich freue mich vor allem, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und aufs nächste Gespräch mit dir. Ja, und ich danke dir für deine vielen schönen Fragen und dass du hier bei mir zu Besuch warst. Hi, grüß dich. Schön, ja. dass wir da sein dürfen. Die riesige Halle, wie du gerade sagst, das ist eigentlich so das Herzstück von unserer Firma, weil wir halt darauf bauen, dass wir halt nicht jedes Mal irgendwo hinfahren müssen. Wir haben fast alles hier, was wir brauchen. Oh, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du uns hier empfangen hast. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, ich glaube schon, wir uns das nächste Mal wiedersehen. Danke für deine Zeit. Sind wir bei Jens und Achim. Schön, schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, was genau ihr hier macht für einen 6-Jährigen? Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind eure Themen hier? Gut, für einen 6-Jährigen ist einfach erklärt, ne? Also Lego, sag ich mal. Wir bauen Straßen, wir bauen Häuser, wir bauen Brücken, wir bauen Stützwände. Das ist unser Job. Also das kann ein 6-Jähriger, jeder 6-Jährige verstehen, denke ich mal, ne? Also das, was du da draußen siehst, überall, wo du drauf rumfährst, wo du drauf rumläufst, das ist von uns. Ich bin seit Sommer 2010 im Unternehmen, wurde angestellt als Ingenieur, konstruktive Abteilung und habe angefangen, auch Brückenentwürfe zu machen. Habe ich hier gelernt auch und bin dann seit Anfang 2013 Teil der Geschäftsleitung und seit 2019 verantworte ich diesen Bereich jetzt alleine eigentlich. Mir besonders auch gefällt, ist, dass ihr so verschiedene Facetten auch einfach habt. Tradition, Neues, Modernes, das macht ihr wirklich sehr, sehr cool. Und ja, vielen Dank, dass du uns einmal rumgeführt hast. Ja, vielen Dank für den Besuch. Toll, dass ihr da wart. Wir sind heute im schönen Rottweil bei Philipp und der Eventschneiderei und ja, schauen uns gleich mal die Location an. Moin Philipp! Servus! Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja Philipp, was genau macht ihr eigentlich und ja, was ist so der Kern eures Geschäfts? Wir kreieren Events, ja, Veranstaltungen mit allem drum und dran, sind Dienstleister für das Ganze und haben natürlich auch das eigene Catering hier mit dabei. Außerdem haben wir hier noch eine Kochschule. Und
Gibt es vielleicht eine Sache, die dir so besonders witzig in Erinnerung geblieben ist oder ein Kundenerlebnis? Das ist nicht lange her. Das ist jedes Mal, wenn der Philipp und ich zum Beispiel Kochbattles machen, das ist halt immer dieses, wenn wir uns schikanieren und sowas. Das ist schon so eine Sache, die bleibt noch witzig für die nächsten 2-3 Wochen. So, ne? Okay. Also wirklich absolut tolles Team, tolle Location, wirklich sehr, sehr schön. Und ich freue mich drauf, weil wir werden gleich noch kulinarisch und ja, da freue ich mich ganz besonders. Vielen Dank, Philipp. Sehr cool, Dankeschön. Herzchen. Geil, krass. Aber Training. Aber. Ist das also heute. Aussicht, oder? Ja, nee. Ich. Das ist anscheinend in der Tanzschule Knigge. Ganz in der Schule. Da kommt man nicht in der Nacht. Ihr macht's an. Wir sind heute beim Thomas Weber von der Elsberg Group und ja, er sorgt dafür, dass ihr euch beamen könnt. Wir machen mit unseren Spezialkabeln es möglich, dass der Physiker einmal wirklich das Beamen eines Bauteiles von A nach B möglich macht. Hier hast du einmal so ein bisschen die Abschrift gemacht, wie lange das Unternehmen schon gibt und was auch die Meilensteine waren. Kannst du dazu vielleicht mal ganz kurz was sagen? Ja, ich komme ja aus einer Unternehmerfirma, das heißt also, oder Family. Mein Großvater, mein Urgroßvater war einer der ersten Turmuhrenbauer in Wiesbaden. Ja, das ist mein sogenannter Reik-Hane-Raum. Das ist jetzt nicht, weil du hier bist, sondern weil ich in deinem Podcast den perfekten Unternehmenstag und diese vier Lebensbereiche lebe. Und ich lebe sie in diesem Raum, weil hier in diesem Raum findest du den Beruf, die Beziehung, die Gesundheit und die Inspiration. Hier gibt es sehr, sehr viele Fußballlager. Ist das auch ein Thema bei dir oder wie sieht das bei dir aus? Also ich bin definitiv absolut alles nur nicht Fußball-affin. Ist nicht meine Welt. Fußball ist nicht meine Welt. Ich komme aus dem Leistungsbereich, eigentlich aus dem Leichtathletik. Früher in der Jugend Leichtathletik gemacht. Das war so, was ich Spaß hatte. Fußball war für mich nie ein Thema, ehrlich gesagt. Ich gucke es und die Vergleiche, die hier in dem Unternehmen immer gezogen werden, bei allem, was ansteht, ist immer natürlich zum Fußball. Und gerade immer natürlich FC Bayern, Geschäftsleitung und Lager unten, der liebe Enzo, Dortmund. Ja, wirklich nochmal zusammenfassend, wirklich sehr, sehr tolles, innovatives Gebäude. Man merkt, dass ja auch die DNA, die so geprägt worden ist, das überträgt sich hier in jedem einzelnen Team. Und ja, solange das Fußballthema geklärt ist, glaube ich, kann jeder ganz gut glücklich werden. Vielen Dank für die Impression, das war sehr, sehr cool. Danke. Klar. Dankeschön. Wir sind jetzt im zauberhaften München angekommen beim Christian Hinreiner und seinem Studio 9. Hier geht es darum, wie man Online-Marketing und Fördermittel zusammenbringt. Und ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr spannender Mix. Lass uns das mal anschauen. Also wir beschaffen den Kunden, den Firmen staatliche Zuschüsse und das nutzen die Firmen für mehr Investitionssicherheit, für mehr Liquidität, für mehr Sicherheit auch bei den Investitionen. Mhm. In den letzten 6 Jahren über 10 Millionen den Firmen schon an Zuschüssen beschafft. Sagen wir mal 100 Euro, ja, 2x50, 100 Euro, hinein damit, rühre und raus hole ich 200 Euro. Das ist Budgetverdopplung. So geht's. Ja, vielen Dank für die Einblicke und ich freue mich vor allem auf das nächste Gespräch mit euch. Danke sehr. Danke dir. Danke. So, zack, wieder im Office angekommen. Zurück von unserer Kundenbesuchstour und ja, es war wirklich richtig, richtig cool, weil so viele Eindrücke, die wir gesammelt haben. Es war auch schön mal zu sehen, wie unterschiedlich die Unternehmen sind, wie jeder vor Ort arbeitet. Weil, muss man natürlich auch ganz klar sagen, als digitale Unternehmensberatung, wir sind ja eigentlich nie vor Ort. Ja, das ist sicherlich eine kleine Besonderheit bei uns, aber man sieht trotzdem schon, dass das Schöne, welche Veränderungen wir dort gebracht haben. Das heißt, bei den Mitarbeitern, in den Büroräumlichkeiten, bei den entsprechenden Chefs natürlich, ist einfach richtig, richtig cool zu sehen, was da alles passiert ist. Und ja, für mich vor allem auch ganz besonderes Highlight, wie freundschaftlich der Umgang einfach ist. Ja, dass es einfach keine klassische Kundenbeziehung ist, sondern dass es wirklich auf freundschaftlicher Ebene alles passiert und dass man trotzdem diesen Respekt füreinander hat, für die jeweiligen Tätigkeiten, die der eine besser oder andere entsprechen kann. Richtig, richtig cool. Also insofern, ja, es wird nicht die letzte Tour gewesen sein. Deswegen, ja, lasst uns das Ganze beenden mit ein paar letzten Impressionen. Viel Spaß dabei.